Hallo Erzählfreunde, herzlich willkommen auf dem Videokanal von Aspar. Heute möchte ich euch unsere Parkjets näher bringen, die ihr auf unserer Internetseite unter der Rubrik Ideenspiele vorfinden werdet. Hier seht ihr gerade im Hintergrund unsere Su-37 im aktiven Flug. Ich gehe mal mit der Belichtung etwas runter, dann könnt ihr euch ein bisschen besser aufs Video konzentrieren. Nun, neben der Su-37 haben wir noch die F-14 umgesetzt, die F-22, die MiG-29 und den Eurofighter. Diese fünf Flugzeuge bildeten die Basis unserer Parkjet-Flotte und sind sehr, sehr leicht im Umsetzen. Ihr braucht dazu lediglich eine Dipron-Platte, eine Kohle-Kevlar-Stange, 6 bis 8 Leichtscharniere, ja, und damit könnte es auch schon losgehen. Nun, in dem Bauplan, den ihr bei uns runterladen könnt, er enthält die genaue Vorgehensweise, die Schnittschablonen, die kolorierten sogar Schnittschablonen mit 2 Kolorationsbeispielen, tja, und alle möglichen notwendigen Informationen, das Modell möglichst schnell zu realisieren. Ich denke, ein Ungeübter sowie ein geübter Bastler schaffen es in 10 bis 16 Stunden, einer schönen Wochenendarbeit, und dann geht's ab zum Fliegen. Nun, zum Fliegen sei gesagt, dieses Modell wird nicht geworfen, wie es sonst mit anderen Modellen gewohnt seid. Das erhöht die Gefahr, hier hinten in den Propeller reinzukommen. Bitte nie diese Maschine werfen. Ich habe hier mal eine vorbereitet. Die Maschine wird einfach lediglich so in der Hand gehalten. Man gibt Vollgas und dann ditcht sie einem schon längst aus den Händen und geht sofort in den Flug über. Auf jeden Fall eine spektakuläre Ansicht für jeden Zuschauer, der mit Sicherheit, mit Aufmerksamkeit eure Manöver verfolgen wird. Bei 400 Gramm Gesamtgewicht und 600 Gramm Schub in der Konstellation, die ich zusammengestellt habe, habt ihr viel, viel Platz für die extremsten Flugmanöver, High Alpha, Torken, Negativloops, Positivloops. Ihr könnt euch auch einen Seitenruder mal einbauen und damit auch Cobra-Flüge machen und. Ich denke mir, hier habt ihr viel, viel Platz zum Rumexperimentieren, zum Spielen. Wie gesagt, Geekam aufgesattelt. Dann habt ihr auch die First-Person-View eines Jetpiloten aufgenommen und aufgezeichnet. Materialkosten liegen bei ungefähr 10 bis 15 Euro, ohne Elektronik natürlich. Ich gehe auch mal davon aus, dass ihr die Grundausstattung der Klebstoffe zu Hause habt, den 2-Komponenten-Kleber, ein Dipron-Sekundenkleber und ein Uopor. Das wären so die 3 Grundklebstoffe, die man als Dipron-Bauer benötigt. Cuttermesser und Stahllineal, und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ich verspreche euch, dieses Modell hat beim Basteln bringt es viel Spaß. Es ist simpel aufgebaut und beim Fliegen habt ihr maximalen Flugspaß. Bei den ersten Flügen würde ich euch empfehlen, die Einstellung der Ruderausschläge vielleicht auf 30 bis 40 Grad zu beschränken. Wenn ihr dann die Maschine gut im Griff habt, holt das Maximum raus, stellt die Ausschläge auf maximal 60 Grad ein. Das ermöglicht euch bei Full Speed ein Wendemanöver auf ungefähr 1,5 Meter Durchmesser. Für den Betrachter ein spektakuläres Vorgehensweise. Ihr könnt hier spektakuläre Loops, ihr seht sie hier gerade im Flug, vollführen. Sie lässt sich auch wunderschön sehr langsam fliegen. Im High-Alpha-Mode gegen den Wind gestellt scheint sie fast in der Luft stehen zu bleiben. Und von ein klein wenig Entfernung ist sie kaum vom Original zu unterscheiden. Mit diesem Modell, wie gesagt, viel Spaß. Schaut auf unserer Internetseite, da findet ihr sie alle, die Modelle. Und ihr könnt sie hier zum Beispiel sogar als Impeller umsetzen. Wie gesagt, macht das Beste draus. Einen schönen Sommer, viel Spaß, wir sehen uns wieder. Euer Martin, tschüss.